Şunu da alalım. Şöyle gördüm, dedim sana. Über 2 Millionen türkische Gastarbeiter leben in der Bundesrepublik Deutschland. Weitgehend unbeachtet von den Medien hat sich diese türkische Bevölkerung eine eigene Kultur- und Musikszene aufgebaut, die inzwischen auch kommerziell nicht unbedeutend ist. İbrahim Tatlıses çıktığı zaman bütün mahallede dükkanım da o gün ayakta düşün. 315 tane plak okudum. 48 tane kaset okudum daha sonra. Ben burada gurbetçinin sesi oldum. Köl bülbülü Yüksel Özkasap. Aşkını elimde spielt sich nun konkret die Szene ab. Das bekannteste türkische Lokal Deutschlands ist zurzeit der türkische Bazar in Berlin. Türkische Bazar çok güzel bir yer. Of 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 of. Kapılar kadar dolarla, altın yıllar. Ortalıkta bir paralar havada uçuyor, uçardı, dökülürdü yani o zaman. Millette para var. Görebiliyordun yani. Berlin'de öyle bir tane şampanya tek bir şişe açılmaz. Kartonlarla gelir. 5 karton, 10 karton, 15 karton. Her tarafından para çıkardı yani. Donundan bile para çıkardı. Millet oynadıkça para geliyor. Ve bunu 2 garson çatır 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 açarlar, bitiremez. Allah belamı versin. Süpürgeyle para bahşiş topladım biliyorum. Bundan komisyonu. Eine ganze Familie, 5 Tote, 3 schwer Verletzte nach dem Anschlag. Diese Wut, die gehört einfach zu der Musik dazu. Das ist Hip-Hop, das ist Rap und das muss eigentlich geballt kommen. Rap resmen yaradı gençliğe, mençliğe. Musik bir yere gelme şansını verdi. Wer hat den Hip-Hop Mitte, Ende der 80er gemacht? Die ganzen Breakdance-Crews waren voller Gastarbeiterkinder. Wenn ich hier lebe, dann möchte ich hier leben als Mensch und nicht als Arschloch. Wenn die uns diese Achtung nicht geben, dann müssen wir sie uns verschaffen. Oh Germany, oh Germany, du tust mir manchmal weh.